Hallo, du lieber Mensch, und herzlichen Glückwunsch. Du hast den letzten Tag deiner 7-tägigen Einstiegsatemreise erreicht. Ich hoffe, diese Reise hat dir wertvolle Einblicke in die Welt der Atmung gegeben und gezeigt, wie kraftvoll eine bewusste Atmung sein kann. Und jetzt magst du dich vielleicht fragen, und wie geht es weiter? Der Schlüssel zu ganzheitlichem Wohlbefinden und einer verbesserten Lebensqualität liegt natürlich in der Regelmäßigkeit und der Etablierung gesunder Routinen. Nur durch kontinuierliche Praxis kannst du die vollen Vorteile der Atemübungen erfahren und tiefer in dein Atembewusstsein eintauchen. Es geht nicht darum, einmalige Wunder zu erwarten, sondern darum, Schritt für Schritt einen nachhaltigen Weg für ein körperliches und geistiges Wohlergehen zu ebnen. Und um dich auf diesem Weg zu unterstützen, bieten wir hier in unserem Atemflow-Studio wöchentliche Live-Sessions zu verschiedenen Themen an. Diese Sessions sind eine fantastische Gelegenheit, deine Praxis zu vertiefen, neue Techniken zu erlernen und dich mit einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu verbinden. Jede Woche widmen wir uns einem speziellen Thema, das von der Verbesserung der Schlafqualität über Stressreduktion bis hin zur Energiegewinnung reicht. Wir laden dich herzlich ein, Teil unserer wöchentlichen Live-Sessions zu werden und deine Atemreise mit uns fortzusetzen. Die regelmäßige Teilnahme wird nicht nur deine Atempraxis bereichern, sondern dir auch helfen, Atmung als festen Bestandteil deines Alltags zu verankern. Gemeinsam entdecken wir immer wieder neue Facetten der Atmung und wie sie unser Leben positiv beeinflussen kann. Entdecke zudem auch gern unseren Atemraum im Atemflow-Studio, dein persönlicher Bereich für Atemexperimente und Selbstentdeckung. Hier bieten wir dir mehr als nur eine geführte Atemübung in Video- und Audioformat. Der Atemraum ist eine Einladung, deine Atmung nach deinen Vorstellungen zu erkunden und zu gestalten. Du hast die Freiheit, die Dauer deiner Ein- und Ausatmung, die Länge der Atempausen sowie die Pausen zwischen den Atemzügen selbst zu bestimmen. Zudem kannst du das akustische Erlebnis individuell anpassen. Entscheide selbst, ob du von meiner Stimme durch deine Übungen geleitet werden möchtest, dich von Heilfrequenzen motivieren lässt oder den beruhigenden Klängen der Natur lauschst. Probiere zum Beispiel auch verschiedene Kohärenzrhythmen aus oder lass deine Atem- oder auch Pausenphasen ganz nach Belieben verlängern, um dich Schritt für Schritt in die Ruhe zu führen oder einen Trainingseffekt zu erzielen. Der Atemraum ist so konzipiert als ein Ort des Forschens und Entdeckens, an dem du deine Atempraxis vollkommen individuell gestalten kannst. Starte deine persönliche Entdeckungsreise im Atemraum und tauche ein in die Welt der bewussten Atmung. Lass mich dir noch eine inspirierende Geschichte aus unserer Atemflow-Community erzählen, die zeigt, wie tiefgreifend unser Studio dein Leben verändern kann. Zum Beispiel Joachim. Die Begegnung mit der Buteyko-Methode wurde zu einem Schlüsselmoment für seine Reise. Diese Erkenntnis führte ihn zu unserem Atemflow-Studio, wo er sich auf eine noch intensivere Entdeckungsreise in die Welt der Atemachtsamkeit begab. In seiner Arbeit in der Jugendpsychiatrie spielt Selbstwirksamkeit eine zentrale Rolle. Die Atemübungen wurden so zu einem wertvollen Werkzeug, einer Art Barometer. Als er nach einer langen Krankheitsperiode wieder ins Berufsleben einstieg, erlebte er die direkte Verbindung zwischen seiner Atmung und seiner Erschöpfung. Joachims Geschichte ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie die bewusste Atempraxis nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Gesundheit beeinflusst und verbessert. Es ist eine Erinnerung daran, dass in der Ruhe und im bewussten Atmen eine Kraft liegt, die uns allen zur Verfügung steht, um unseren Alltag positiv zu gestalten. Oder die Erfahrung von Daniel, der seit Jahren unter starkem Asthma litt. Seit Beginn des Jahres hat er sich nicht nur einer gesunden Ernährung verschrieben, sondern auch regelmäßig unsere Atemübungen praktiziert. Die Ergebnisse sprechen für sich. Sein chronisches Asthma hat sich signifikant verbessert. Vor einem Jahr musste er noch zweimal täglich 400 Milligramm Cortison einnehmen. Heute benötigt er nur noch dreimal in der Woche ca. 200 Milligramm und ist komplett frei von Atemnot. Diese ermutigenden Geschichten unterstreichen nicht nur den Wert einer gesunden Lebensweise, sondern auch die Kraft der Atemübungen, die wir hier im Atemflow-Studio fördern. Es ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass es möglich ist,
die Kontrolle über seine Gesundheit zurückzugewinnen und sogar chronische Beschwerden wie Asthma maßgeblich zu verbessern. Wir sind überwältigt von solch positiven Rückmeldungen und danken von Herzen für das Vertrauen in unsere Arbeit. Doch lassen wir doch noch einige weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Wort kommen. Ich habe mich total verliebt in die vielen, vielen Atemübungen. Das war einfach ein Wahnsinn, was für eine Auswahl mir zur Verfügung stand. Ich weiß, dass mich die Atmungen, die Übungen, das konstante Training heilen wird. Und ich merke, wie alles frei wird in meinem Brust. Bauchbereich, das weitet sich schon alles. Also es ist unglaublich, wie lange ich die Luft anhalten kann, wie lange ich plötzlich ausatmen kann. Und also für mich ein Wunder und ich bin so, so dankbar und ich kann gar nicht aufhören, anderen dies weiter zu empfehlen. Diese Atemübungen funktionieren für mich teilweise besser als Meditation. Ich komme mit diesen Atemübungen in einen ruhigeren Geisteszustand, als wenn ich mich in der Meditation darauf fokussiere, ruhig sein zu wollen. Meine Frau ist vor einigen Jahren nach einer EBV-Infektion an ME/CFS erkrankt. ME/CFS ist eine Multisystemerkrankung, die unter anderem Auswirkungen auf das autonome Nervensystem hat. Seit geraumer Zeit macht meine Frau regelmäßig Atemübungen, die sie unter anderem von Maria kennengelernt hat und die ihr auch geholfen hat, diese richtig auszuüben. Mit diesen Atemübungen hat sie mittlerweile tatsächlich einen Hebel, regulierend auf das autonome Nervensystem einzuwirken. Das Atemflow-Studio ist für mich wirklich so ein Safe-Space-Ort geworden, weil wenn es mir körperlich, aber auch emotional nicht gut geht, dann finde ich da einfach Raum und ich finde Übungen, die ich machen kann, dass es mir danach wieder besser geht. Das ist für mich wirklich wie so eine kleine Schatzkiste. Und ich muss sagen, ich habe das Atmen komplett unterschätzt. Ich hätte niemals gedacht, welche Auswirkungen im positiven Sinne das auf den Körper und auf den Geist hat. Ich habe Asthma und ich habe eine Autoimmunerkrankung und meine Lungenfunktionswerte sind um einiges besser geworden. Und auch bezüglich meiner Autoimmunerkrankung erlebe ich das immer wieder, dass Atemübungen mir helfen, wirklich mein autonomes Nervensystem wieder zu beruhigen. Ja, ich habe einfach jede Menge davon profitiert und ich möchte das auf gar keinen Fall wieder missen. Ich wusste nicht, dass unsere Atmung unser ganzes Leben bestimmt, bis mir eine Freundin die Atemflow-App empfohlen hat. Und diese App ist einfach nur der Wahnsinn. Auch der Kontakt zu Maria ist so herzig und so ehrlich. Und ich bin so dankbar, dass es diese App gibt. Und ich war jetzt im Krankenhaus und musste jetzt MRT. Und im MRT habe ich die Blockatmung angewendet. Und ich... Ja, der Hammer ist passiert. Ich bin im MRT eingeschlafen mit der Atemtechnik. So klasse ist die Atemtechnik. Denke daran, deine Atemreise endet nicht hier. Sie fängt gerade erst an. Jeder Atemzug ist eine neue Gelegenheit zu lernen, zu wachsen und dich selbst besser zu verstehen. Wir freuen uns darauf, dich auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Vielen Dank, dass du dich auf deine Einstiegsatemreise mit uns eingelassen hast. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert, deine Praxis weiterzuführen und zu vertiefen. Bis ganz bald in einer unserer Live-Sessions. Und mit tiefen Atemzügen den besten Wünschen für deine weitere Atemreise, Maria und das ganze Team vom Atemflow-Studio.